herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause einen traditionellen italienischen Pizzateig selber machen könnt. Dafür als erstes 300 ml lauwarmes Wasser in eine Rührschüssel geben. Als nächstes 15 Gramm Salz dazugeben und dann 2 Gramm Hefe in das Wasser bröseln. Alles mit den Fingern verrühren, bis sich Hefe und Salz im Wasser aufgelöst haben. Und als nächstes nach und nach das Mehl dazugeben. Dann mit einem Löffel verrühren. Dann wieder etwas Mehl dazugeben und weiter rühren. Nochmal Mehl dazugeben und weiter rühren, bis ihr insgesamt ca. 400 Gramm des Mehls dazugegeben habt. Dann sollte sich der Teig irgendwann leicht von der Schüsselwand und dem Boden lösen. Jetzt könnt ihr den Restteig hier vom Löffel abkratzen. Dann die restlichen 100 Gramm Mehl dazugeben. Und das Mehl jetzt mit den Händen einarbeiten. Und den Teig circa 5 bis 6 Minuten durchkneten. Bis der komplette Teig von der Schüsselwand und dem Boden untergeknetet ist und der Teig leicht anfängt zu kleben. Dann die Arbeitsplatte etwas einmehlen. Nicht zu viel Mehl, nur so etwa 10 Gramm. Dann den Teig einmal im Mehl wenden und anschließend immer so von außen nach innen ziehend nochmals für weitere 5 bis 6 Minuten durchkneten. Immer weiter kneten, bis das ganze Mehl von der Arbeitsplatte eingearbeitet wurde und ihr einen richtig schönen glatten Teig habt. Dann nochmal etwas Mehl auf die Arbeitsplatte geben, den Teig auf die bemehlte Fläche geben und dann mit einem feuchten Küchentuch bedecken und für etwa 2 Stunden ruhen lassen. Den Teig nach 2 Stunden mit einem Messer einmal halbieren, dann vierteln, sodass wir 4 in etwa gleich große Stücke haben. Und jedes Teigstück jetzt auf einer leicht bemehlten Fläche zu Kugeln formen. Dafür einfach immer etwas Teig von außen nach innen ziehen, bis ihr so eine schöne runde Teigkugel erhaltet. Das gleiche jetzt noch für die anderen 3 Kugeln wiederholen. Einfach den Teig von außen nach innen ziehen,
und so eine Kugel formen. Die Teigkugeln werden jetzt mit etwas Abstand zueinander in eine leicht bemehlte Tupperschüssel oder Auflaufform gelegt. Dann mit Frischhaltefolie abdecken und anschließend über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Wenn ihr also vorhabt, am nächsten Tag Pizza zu essen, könnt ihr den Teig also einfach am Vortag vorbereiten. Dann am nächsten Tag etwas Hartweizengrieß auf die Arbeitsplatte geben. Durch den Hartweizengrieß bekommt die Pizza einen herrlich knusprigen Rand. Dann die Teigkugel zunächst im Grieß wenden und anschließend mit den Fingern etwas flach drücken. Wenn es noch etwas zu klebrig ist, einfach noch mehr Grieß auf die Arbeitsplatte geben. Und den Teig dann mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen auseinanderziehen, bis ihr die gewünschte Pizzagröße erreicht habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.